Und ja. Jetzt wird sie übertragen, die wird an, geht an. Dauert noch ein bisschen. So, ich glaube, jetzt sind wir dann schon live hier. Okay. Ja, ich Ja, sehe dann. uns. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin hier mit der Maria. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Genau, wir haben schon drei Zuschauer, sehe ich jetzt gerade im Video. Wow. Cool. Ja, wir machen ja das Gewinnspiel und jetzt bin ich hier mit der Maria live und wir wollen euch noch ein paar Inputs geben, warum wir so begeistert sind von den Divine Healing Anwendungen und warum ihr euch unbedingt anmelden sollt, eine von diesen 10 Gratis-Anwendungen zu gewinnen. Es ist ein Riesengeschenk. Also wir können nicht glücklicher sein, dass wir hier auch die Master of Divine Healing schon ausgebildet haben, Anja und ich, weil wir allein könnten das gar nicht machen, oder? Wir könnten jetzt nicht einfach mal so nebenbei noch 10 Sessions machen. Und hier ist die Maria, die ist auch eine Master of Divine Healing und hilft uns auch, die Sessions zu machen, die wir nachher verlosen, weil, wie gesagt, eine Anwendung sind zwei Termine. Das ist also nicht einfach mal so eben nebendran 10-mal gemacht. Also, danke Maria, dass du auch mitmachst. Und Ja, gerne, ist mir ein Vergnügen. wir wollen ja noch die Welt beschenken, oder? Mit Divine Healing Energie. Das ist eigentlich, war nicht eine große Ja. Frage, als wir das besprochen haben, dass wir das machen wollen. Genau. Ja, die Maria kenne ich jetzt schon seit einem Jahr. Die hat mich, ja, es ist schon ein bisschen mehr ein Jahr, ein Monat, weil ich weiß, weil es im Mai war, bevor wir uns in Genau, Stuttgart ja, getroffen haben. letztes Jahr. Die Maria hat mich angerufen und hat gesagt, ja, ich mache das Coaching bei dir und ich komme übrigens auch nach Stuttgart zum Workshop. Ich wollte es dir nur mitteilen. Und ich so, und du hast keine Fragen? Nö. Ja, und dann bist du einen langen Weg gegangen und jetzt hast du eben auch Ja. die Master of Divine Healing Ausbildung gemacht und jetzt erzähl mal von dir aus deiner Sicht. Wieso, weshalb, warum? Interessiert ja immer alle. Wir sind ja neugierig. Ja, okay. Wieso, weshalb, warum? Ja, also ich habe dieses gute Jahr mit Patricia mich begleiten lassen und habe eben einfach alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte und habe mich dabei unheimlich gut gefühlt und habe mich entwickelt und entwickelt und habe viel Klarheit gewonnen über mich und mein Leben und war dann an einem Punkt, wo ich gedacht habe, also ich hatte schon alles klar, wie das Ganze funktioniert, dass meine Gefühle und meine Gedanken alles beeinflussen und machen und tun. Aber es gibt eben einen Punkt, wo es dann oder wo es bei mir dann nicht weiterging, wo ich mir gedacht habe, da muss noch was sein, das muss noch irgendwie tiefer gehen. Also meine Suche war eben nach noch mehr Tiefe. Also wie lebe ich eigentlich? Was wirkt auf mich ein? Wie wirke ich? Wie können eigentlich Wunder geschehen? Wieso passieren Wunder? So, und es muss möglich sein, dass ich Wunder fabriziere. Also warum können andere Wunder und warum nicht? Also ich wollte dahin und ich möchte an dieser Stelle einfach auch sagen, ich komme halt nicht aus der Meditations-Ecke, sage ich mal, sondern ich komme über die Wahrheit. Also ich bin immer den Weg gegangen, was ist für mich wahr? Was fühlt sich echt und pur und richtig an? Und da bin ich so meine Schritte gegangen und der letzte oder einer dieser Schritte ist eben, dass ich diese Divine Healing Ausbildung gemacht habe, wo ich eben an noch mehr von meinem Potenzial und von dem, was ich bewirken kann und was in mir wirkt, herangekommen bin. Und das war eben hochspannend. Und ich lebe damit immer mehr. Also zu Anfang war es ein bisschen befremdlich, diese Göttlichkeit und ständig dieses Wort und diese Göttlichkeit und diese Göttlichkeit.
Für mich ist es aber, also ich lebe mit der Begrifflichkeit, sage ich mal, Wahrheit. Für mich geht es um die Wahrheit. Und ich weiß, dass es nur eine Wahrheit gibt. Und die will ich leben und von der will ich alles erfahren. Und das möchte ich auch gerne weitergeben. Und dass ich das kann, das stelle ich in meinem Leben fest. So, was ist jetzt passiert? Seitdem ich diese Ausbildung gemacht habe, sind das immer so viele kleine Schritte oder Dinge, die passiert sind, die ich auch gar nicht erst im ersten Moment so wahrgenommen habe. Aber ich bin in meiner Klarheit und Wahrheit und aus dieser Klarheit und Wahrheit wirke ich im Alltag auf Menschen. Es passieren Dinge, dass die Menschen mir anders zugewandt sind, die, ich kann das gar nicht glauben, also sich mir öffnen, Dinge erzählen, sagen, Rat holen bei mir, sich wohlfühlen mit mir. Ich habe noch gar nicht so viel Anwendung gemacht und irgendwie sind das scheinbar meine Anwendungen und meine Erfahrungen. Und das ist das, was mich glücklich macht. Und deswegen weiß ich, es ist super tupi, dass ich auch diesen Schritt gegangen bin, wo ich erst gedacht habe, Göttlichkeit und Göttlichkeit. Und aus dieser Göttlichkeit im negativen Sinne, da komme ich ja eigentlich her, weil ich ja sowas von katholisch und also in mich ist alles hineingebrieft worden, was irgendwie Glaube an sich hat, im Sinne von einschüchtern, klein machen, bekloppt machen, irgendwie, also in so einem Wahn halten. Genau. Und also von daher ist das klasse. Also ich bin ganz stolz auf mich. Punkt. Da höre ich mal auf. Ganz stolz Genau. auf uns alle, weil überhaupt einmal hinzugucken, ja, was das überhaupt, Ja. das ist ja so unter der Decke, man weiß das gar nicht, wie sehr einen das wirklich beeinflusst hat. Auch schon allein nur, wenn du, ich bin ja zum Beispiel überhaupt nicht kirchlich erzogen worden, aber Religionsunterricht alleine hinterlässt schon seine Spuren. Weil du Ja, ja ja. mit 6 Jahren da einfach dieses Zeug eingemüllt kriegst, du verstehst es nicht und was die Wahrheit Ja, dahinter genau, ist. das ist wirklich so. Also dieses Zeug eingemüllt bekommen bedeutet ja, also als Kind habe ich ja geglaubt, es gibt die Hölle. Da komme ich hin, wenn ich ein schlechter Mensch bin und mich nicht benehme. Ins Fegefeuer komme ich, wenn ich ein bisschen gut bin, aber nicht 100% alles tippitoppi gemacht habe. Und wenn ich in den Himmel will, dann muss ich ein Mensch sein, der sich 100% an all die Regeln hält, die der Glaube und das Leben und Eltern und Lehrer und wie alles zu sein hat. An diese Regeln muss ich mich halten. Und dafür habe ich mich verdammt angestrengt, dass ich mich an diese Regeln halte. Und da ist echt Kokolores halt bei rausgekommen, ne? Da bin ich halt fast vor die Hunde gegangen. So, und jetzt habe ich das halt verändert. Ich bin einfach in eine andere Richtung. Ich fühle mich, ich bin 100%, ich habe einfach auf dem Hacken kehrt gemacht und bin in eine andere Richtung gegangen. Und das ergreift mich gerade auch, merke ich, stimmlich und so weiter. Aber ich finde das so toll, dass es so gekommen ist. Genau. Weil dieses Ergreifen auch für sich selber und sagt, Mensch, wow, bist du eine mutige Frau. Ja, weil Ja, du brauchst genau. ganz schön viel Mut, auf dem Hacken kehrt zu machen und dich Ja. mal zu erkennen, dass du halt deine Regeln und alles auf Basis von Lügen eigentlich dein Leben bestimmt. Genau. Ja. Genau. Ja, das ist dann Ich möchte ganz schon. kurz hier noch unsere Zuschauer grüßen, die uns gegrüßt haben. Die Katrin ist da, die hat schon Hallo geschrieben. Guten Morgen, liebe Katrin. Guten Morgen nach Lüneburg. Die Maria ist übrigens in Berlin gerade. Ja, genau. Die ist gestern von Bremen mal schnell zu ihrer Tochter gedüst. Aber es lässt Genau, mich davon abhalten, über Divine Healing zu sprechen.
Das setzt dir Nein, sogar das, ein. die Vanille habe ich hier ja auch schon gemacht. Ne? Also meine Tochter macht ja gerade eine Prüfung. Die hat, ist also auch schon in den Genuss des Divine Healings von mir gekommen und sitzt da, während ich hier im Auto mein Interview mache, hat die hier Interview. Ja, genau, und fühlt sich gut dabei. Das ist ja eine der schwierigsten Geschichten, oder? Die Mama macht auf dem Hacken kehrt und erstmal die Tochter so, okay, und dann kommt sie auch noch und sagt, ich mache mit dir ein Divine Healing, damit das und das gelöst werden darf. Wie war das? Hat die das gleich so gesagt, okay, Mama, du drehst dich jetzt einfach gerade mal um 180 Grad, oder wie war das für die? Also die Geschichte ist so, dass also ich glaube, man kann Kinder nicht glücklicher machen, als dass man ein glücklicher Eltern ist, eine glückliche Mutter und ein glücklicher Vater. Wenn ich glücklich bin, strahle ich das aus und dann kann das Kind loslassen und auch glücklich sein. Wenn ich als Mama unglücklich bin, dann macht sich das Kind Sorgen um mich. Das habe ich erlebt und versucht, Gutes für die Mutter zu tun. Und wenn ich dieses Kind los, wenn ich offen bin und das Leben liebe und dieses Kind liebe und das ausstrahle, dann ist das Kind erst frei. Vorher ist es nicht frei. Vorher ist das gebunden mit der Trauer, der schlechten Laune, was weiß ich, Mama geht's nicht gut, Energie. Und wenn ich für mich sorge, ist alles easy going. Dann, erst dann kann das Kind auch erwachsen werden, glaube ich, jetzt, wo ich gerade drüber spreche. Oder jedenfalls löst sich diese Mutter-Kind-Beziehung in eine reife Beziehung oder in eine andere Qualität. Also ich schätze die Qualität unserer Beziehung sehr. Die hat sich auch sehr verändert zum Positiven. Wir haben viel Spaß. Und sie geht ihren Weg und sie freut sich daran zu sehen, wie ich meinen Weg gehe. Genau. Und das ist so schön. Das Ah, habt ihr aber fantastisch. auch nicht besprochen, sondern es hat sich ja ergeben, oder? Du bist deinen Weg gegangen und sie hat quasi beobachtet, oder? Und Ja, das ist ja auch ja. das Wichtige zu verstehen und zu sagen, ich muss nichts absprechen, ich brauche keine Erlaubnis, sondern ich gebe mir selber die Erlaubnis, in die Wahrheit reinzutreten, sozusagen. Und ich mache das und ich vertraue, dass meine Liebsten mitkommen. Ja, weil was anderes bleibt einem Ja, nicht. ja, ja. Und wir wollen es auch gar nicht so lang machen. Ich wollte nur noch schnell sagen, die Maria, dieses Kind von der Maria kriegt jetzt selber ein Kind. Also Ja. es ist eine andere Dimension schon, ja. Also, aber man spricht halt immer noch von Kindern und egal wie alt man ist, man löst die Scheiße, wenn man sie bei sich selber löst, automatisch für die Kinder. Automatisch. Genau, ich glaube, das ist eben dieses, damit gebe ich eben unbewusst dem Kind auch die Erlaubnis, Scheiße zu lösen, sage ich mal, und einfach sich auf einen guten Weg zu geben. Jedenfalls muss es sich nicht mehr mit dem Elend der Mutter beschäftigen, was ihm also früher ständig jeden Tag eben vor Augen geführt wurde. Und das ist, denke ich, ein ganz großer Befreiungsschlag. Das ist also das beste Geschenk, was ich meinen Kindern machen konnte. Ja, Auf das jeden glaube ich. Fall, Ja, Maria. jetzt. Ich glaube, das ist das beste Geschenk, also für ihr Leben, ja. Wo ich jetzt gerade so spreche. Also ich kann jedem das nur raten, sich auf den Weg zu machen. Was Besseres kann ich den Kindern nicht antun, kann ich meinen anderen Nächsten nicht antun. Also es wirkt sich ja auf, ja, das ist ja jetzt dieses Bum, 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 Bum Schneeballsystem. Also das wirkt sich ja auf alles aus. Und es kommt zu mir zurück und es wirkt sich wieder aus und es kommt zu mir zurück. Und das ist so wunderbar. Genau. Auf jeden Fall. Und jetzt können wir einfach allen sagen, meldet euch an für das Gewinnspiel. 10 Leute gewinnen. Und eine von den Master of Divine Healing, die die Anwendung macht, ist die Maria. Aber das Genau, heißt ja, natürlich gerne. nicht, dass ihr mit der Maria nicht auch sonst eine Healing Session abmachen könnt. Ihr schreibt sie einfach an. Ich tue sie noch hier taggen unter dem Video. Und dann schreibt ihr.
Genau. Jetzt Jetzt hängt ist. bei mir die Verbindung ein bisschen, jetzt habe ich das letzte nicht gehört. Ich habe nur gesagt, Sie dürfen dich anschreiben über Facebook, wenn Sie nicht darauf warten wollen, ob Sie bei dir eine Healing-Session gewinnen, sondern Sie können auch eine mit dir vereinbaren direkt, wenn Sie Sehr denken, gerne, genau, wow. ja. Und soll dich einfach anschreiben, dann mit dir abmachen und dann geht das direkt. Könnt ihr mit der Maria eure Healings haben? Und sonst auf jeden Fall mitmachen. Ja, Anja schreibt, ich habe Gänsehaut, so schön. Ja, ich auch. Ich bin auch schon wieder total ergriffen. Und das Schöne ist eben, wenn man sich auf dieser Ebene von, ja, von Herz, von Wahrheit, von Göttlichkeit verbindet, dann ist es einfach so ein wunderschönes, warmes Gefühl. Und egal, ob ich jetzt in der Schweiz sitze, die Maria in Berlin oder ihr uns zuschaut und mit in diese Energie kommt, es ist die Energie der Wahrheit, die uns alle verbindet. Genau. Ist so. Und wir müssen eigentlich gar nichts machen, außer die Sachen ablösen, die uns eben von dieser Verbindung trennen. That's it. Es ist eigentlich einfach. Super, Genau. danke schön, ihr Lieben. Danke, Maria, dass du Sehr da warst. gerne. Hat mir Wirklich. Spaß gemacht. Nehmt Kontakt mit der Maria auf. Es ist so unglaublich. Morgen, Sabine, die ist jetzt auch noch dazugekommen. Wir sind leider schon fertig, Sabine, aber Replay ist ja da. Und ich freue mich so riesig, dass ja, sich jetzt so tolle Frauen vorstellen darf und die an die. An die Öffentlichkeit gehen. Und das ist einfach nur schön. Maria, du hast das letzte Wort. Ja, also für mich war es ein Vergnügen. Es hat mir Spaß gemacht und ich finde es auch immer wieder toll über meine eigenen Befindlichkeiten, über diesen Weg und was es gemacht hat zu sprechen, wird mir auch immer wieder klarer, was da eigentlich so passiert ist. Ne? Das war schön. Ja, und ich freue mich wirklich. Also vielleicht ist das auch so mein Thema, Eltern, Kind, diese ganzen Geschichten, Frauen, die solche Thematiken haben. Da habe ich einiges erlebt, da kann ich mitfühlen und da bin ich gerne hilfreich mit Divine Healing an der Seite. Das war ganz schön. Danke, Maria. Genieß dein Wochenende. Ja, Tschüss. mache ich. Ciao, ciao. Ciao.